Ja, hallo liebe Fans, wir wollen euch begrüßen zu unserer ersten Sendung Rutscherlebnis TV. Ich bin die Jenny. Ich bin der Jens und wir präsentieren euch News, Aktuelles aus dem Bereich Wasserparks, Erlebnisbäder und was es so Neues auf rutscherlebnis.de gibt. Natürlich werden wir auch in Zukunft, wenn ihr uns Fragen schickt, in der Sendung diese Fragen auch beantworten. Also immer her mit, ab ins Forum damit oder per E-Mail an info@rutscherlebnis.de. Erstes Thema, der Galaxy Racer, ganz neu im Badeparadies Schwarzwald. Wir waren am 17. August vor Ort und haben die neue Rutsche getestet. Diese hat am 6. August eröffnet, ist eine Mattenrutsche, die zweite Mattenrutsche Deutschlands jetzt, nachdem das Alpamare in Bad Tölz schließt. Und ja, man rutscht auf dem Bauch vorwärts, seht es euch selbst an. Ja, die Rutsche hat eine Starthöhe von 10 Metern und ist 100 Meter lang. Ist eine vierbahnige Mattenrutsche, man kann zu viert gleichzeitig starten und um die Wette rutschen. Großer Spaßfaktor. Die Bahnen rutschen sich auch alle ein bisschen unterschiedlich. Die ganz links startende Bahn ist am Anfang etwas flacher, wird dagegen am Ende etwas steiler. Und die ganz rechts startende Bahn ist am Anfang steil, wird dagegen am Ende etwas langsamer. Ja, wir wollen euch auch noch ein bisschen was von unserer Sommertour erzählen. Wir haben dieses Jahr eine Skandinavien-Tour gemacht. Sind über Fehmarn angereist auf Dänemark und waren dort im Sjælland, Sommerland, und dort gab es eine Kamikaze, das war das Highlight eigentlich, und noch eine ganz gute Reifenrutsche und ein paar Bodyslide-Rutschen. War ein eher kleinerer Park im Vergleich zu manch anderen, die wir auf der Tour erlebt haben, und sind dann auch weitergefahren Richtung Schweden und waren dort im Torselilla Wasserpark. Das ist in Tommelilla und ja, also es war eher auch was für jüngere Kinder dabei. Highlight dort war die Mattenrutsche, die ist auch relativ neu. Die haben sie dieses Jahr erst erweitert und ja, das gab noch eine sehr gute lange Bodyslide-Rutsche mit mehreren Jumps, die auch gut schnell wurde. Der Rest waren eigentlich mehr oder weniger Standardrutschen. Ja, unsere Tour ging dann auch in Schweden noch weiter. Wir waren im größten schwedischen Park im Skara Sommerland. Die hatten sehr viele Highlight-Rutschen. Da gab es unter anderem eine Freefall mit Fallstart, die durch einen Berg durchgeführt hat und vor dem Berg auch offen war, dass man schön sehen konnte, wie man in den Berg reinrutscht. Dort gab es die Cobra, eine Rutsche mit Viererreifen, also spaßige Angelegenheit, schaukelt es einen schön hoch. Und ja, dann hatten sie auch noch Rutschen mit ganz schweren Booten. War eine ziemliche Schlepperei, bis die oben waren. Aber auch richtig tolle Idee, waren drei, also zwei Parallele und eine andere noch, also drei Bootsrutschen. Dann gab es Pelikanrutschen, ja, und auch noch zwei Reifenrutschen und Trichter gab es dort, also alles, was das Herz begehrt in einem Park. Ja, unsere Tour führte dann noch nach Sunne und dort war ein kleiner, kompakter Wasserpark, hatte aber immerhin 8 bis 9 Rutschen zu bieten. Unter anderem Freefall mit Hügel drinne und noch Reifenrutschen und ja, ein bisschen klein, nicht so viele Wege, war ganz angenehm. Ja, danach hat es uns nach Norwegen verschlagen, in ein paar Hallenbäder und natürlich ins Bö-Sommerland. Dort, das war der Highlightpark unseres Urlaubs, gab es sehr, sehr viele Rutschen, die sehr viel Spaß gemacht haben. Die hatten eine Reifentrichterrutsche, einen normalen Trichter, mit Plumpsauslauf, wie man ihn von Oberzhausen kennt oder von Neusees. Ja, dann gab es noch eine gute Halfpipe-Rutsche. Dann hatten sie vor allem noch einen guten Master Blaster, der sehr hoch startet und auch echt lange ist, der noch eine Dunkelstrecke hat und man meint, der endet nie. Der Freefall, die einen sehr schmerzhaften Aufprall hatte, aber trotz allem auch Spaß gemacht hat. Und hangverlegte Rutschen, die neue Cone Slide von Clara. Naja, neu, 2013 eröffnet, relativ neu im Park. Eine relativ gute Mattenrutsche, in der man auch zu viert parallel rutscht. Ja, nach Norwegen sind wir auch wieder nach Dänemark gereist, übers Wasser. Und haben noch das Tjurs Sommerland besucht. Highlight dort auch die Halfpipe-Rutsche, die eigentlich dieselbe war wie in Bö-Sommerland. Und in beide Lalandias hat es uns noch verschlagen, nach Rødby und nach Billund.
Bilder und die Videos sind auch schon online, die könnt ihr euch schon ansehen. Und da wollten wir auch von euch wissen, welche Rutschen reizen euch am meisten? Welche könnten wir denn zuerst online stellen? Habt ihr da irgendwelche Wünsche oder Fragen? Und also wenn ihr was wissen wollt, einfach fragen. Einfach ab in die Kommentare damit, ins Forum oder wie gehabt an die E-Mail-Adresse. Dieses Jahr ist ein trauriges Jahr für die ältere Rutschengeneration, denn das Alpamare in Bad Tölz schließt endgültig seine Pforten. Nachdem lange diskutiert worden war, was man mit dem Gelände anfangen soll, wird ein Thermalbad draus gemacht, wird die Anlage weitergeführt, wird es modernisiert. Jetzt wurde sich letztendlich dazu entschieden, das Bad nach über 45 Jahren Betrieb zu schließen. 1970 startete das Bad und hatte zwischenzeitlich über 200.000 Besucher und bot mit 7 Riesenrutschen eine beachtliche Auswahl, welche in Bayern neben der Therme Erding fast einmalig ist. Vor allem die lange Alpabob Crazy River Reifenrutsche mit über 330 Metern Länge ist eines der Highlights oder war eines der Highlights. Letzter Besuch ist am 30. August möglich, danach schließen die Tore für immer. Die Mattenrutschen sind auch sehr einmalig, das sind die sind wie normale Röhrenrutschen, nur mit Matten, und das ist einfach ein geiles Gefühl, in so schnellen Rutschen mit einer Matte zu rutschen, die einen richtig hochschaukeln lassen. Das ist in Erding und im Schwarzwald auch weniger der Fall, wie es dort war. Wir waren noch mal kurz vor der Schließung vor Ort, konnten uns das Bad noch mal ansehen, haben noch Videos von den Rutschen aufgenommen, diese stellen wir in Kürze online. Ja, noch zur kleinen Information. Als nächstes kommt bei uns noch einige Freibadberichte, bis die Saison endgültig vorbei ist. Da werden noch die Bremer Bäder, das Stadionbad und das Schlossparkbad kommen. Das Aqua Boulevard in Paris haben wir dieses Jahr besucht. Da wird es den Bericht auch kürzlich geben. Und danach wird Gustavsvik Örebro online gestellt. Und da werden wir euch eine der besten Cone Slides, die wir je gerutscht sind, präsentieren. Und da freuen wir uns auch schon riesig drauf, euch den Park aus Schweden zu präsentieren. Wenn es euch gefallen hat, wir freuen uns über Feedback zu unserer ersten Sendung, auch über Kritik, was wir besser machen können, was ihr für Themen haben möchtet. Ja, wir wollen euch öfter Informationen bieten und das auf diese Art und Weise machen. Wenn ihr Kritik habt oder Verbesserungsvorschläge, Themen, auf die wir mal eingehen sollen, wir kennen uns in dem Bereich sehr gut aus, dann lasst uns einfach wissen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Tschüss. Tschüss.